Ich hoffe, bis dahin ist es nicht zu schlimm. Neue Welt. Dies ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternkraft zurück in das Kraftfeld und es wird größer. Die Sternwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Hatten wir den Dialog nicht schon mal? Wenn die ganze Kraft zurückgekehrt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen. Das ist der von hier aus fernste Ort im Universum. Dann sind wir ganz am Rand. Krass. Es ist so ein bisschen wie No Man's Sky. Eine neue Kuppel wurde aktiviert. Ja, ich weiß das schon. Das erklärst du mir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Jetzt komm, Gumbi. Er heißt nicht Gumbi. Er heißt Sterni. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, ich sehe sie eh bei mir. Die Bitrate bricht immer wieder ganz massiv ein. Und ich weiß leider echt nicht, woran es liegt. Ich könnte mir nur denken, dass es vielleicht am... ich weiß nicht, warum er das nochmal gemacht hat. Warum ich hier nochmal danken kann für die K-Pop-Herzen. Aber ist egal. Dass es wirklich an meiner WLAN-Verbindung liegt. Weil ich leider nicht am Kabel hänge. Weil unsere Wohnung echt total ungünstig geschnitten ist, blöderweise. Das könnte ich mir vorstellen. Naja. Okay. Füttern wir mal noch den Gourmet-Luma. Sternteile, ganz viel Sternteile essen. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 400 esse, verwandle ich mich. Die habe ich nicht ganz. Aber das kriegen wir noch hin. Sieht schon gut genährt aus. Ich meine, Nintendo macht das ja grundsätzlich gerne. Die wollen halt wirklich auch jüngeres Publikum und Leute, die noch nie irgendwas gespielt haben, immer wieder abholen. Aber im Grunde ist es doch auch in ganz vielen anderen Spielen so, oder? Jedes Spiel lernt einem immer wieder die gleichen Sachen. Immer wieder. Immer wieder die gleichen langweiligen Tutorials. Für den Fall, dass doch noch irgendjemand, der noch nie irgendwas gespielt hat, plötzlich mal so einen AAA-Titel in die Hand nimmt. Oh oh, ist das der Corona-Planet? Sternstaub-Galaxie, na dann. Ich meine, das ist halt auch die Wii, war halt auch die Konsole, die dafür konzipiert war, dass das kleine Kinder mit ihren Omas und Opas spielen. Also da hat man zwei neue Publikumsschichten angesprochen, denen man alles erklären muss. So, komm her, du Splitter. Dich brauchen wir. Sieht ein bisschen aus wie die Rakete von Captain Olimar, finde ich.
Kamera, du machst komische Sachen gerade, bitte. Aufhören. Wirklich gerade ein bisschen doof, ne? Müsste eigentlich da hinzielen, nämlich. So, jetzt, okay. Die machen schon lustige Geräusche, die Dinger. Ekel. Eklige Spinnentierchen. Nein, du musst die doch wegwirbeln. Wir brauchen Münzen. Danke. Ah ja, alle Toads retten war das Ziel. Und jetzt kommt Captain Toad mit seinem Toad-UFO. Und saved the day. So, danke. Ah, okay. Battlefield 1 war das einzige Battlefield, das ich seit dem allerersten Battlefield... Nee, stimmt nicht, Vietnam habe ich dann auch nochmal gespielt, aber im Grunde habe ich kaum ein Battlefield gespielt, außer das. Und das hat mir echt gut gefallen auch. Das ist auch cool irgendwie. Hat schon Spaß gemacht. Wow, das war knapp. Konzentration. So, und jetzt? Wo gehen wir jetzt hin, Sternchen? Ich weiß nicht, wo gibt es noch einen Weg? Ah. Ta-ta-ta-ta! Ach, Battlefield 1, ja, ja, ich erinnere mich, ich weiß schon, genau. Ja, ich bin da, das ist immer schwierig, mit mir Multiplayer-Spiele zu spielen, weil ich spiele erstens oft zu unmöglichen Zeiten und wenn, dann auch meistens immer ziemlich spontan. Deswegen ist es immer schwierig. Testball, na dann. Hey, wenn du auf den Sternball steigen willst. Ach so, okay. Spring auf den Sternball. Nein, nicht schon wieder Bewegungssteuerung. Na gut, okay, von mir aus. Thank you.
Okay. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen Super Monkey Ball, ne? Nicht ganz so schwer, bei weitem nicht so schwer. Ach so, warte, so genau. Ach nein! Können wir nicht einfach ohne Ball ins Ziel laufen? Ach so, nee, Quatsch, der Stern ist ja im Ball. Klar. Okay, jetzt im Turbo-Modus durchfetzen. Würde ich sagen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Die wirklich gute Idee wäre eigentlich ganz langsam und vorsichtig vorgehen. Aber nein. Jetzt wird hier durchgerockt. Nein, okay, Konzentration. Jetzt ernst. Ich war in Battlefield 1, finde ich, echt gut, muss ich schon sagen, im Panzerfahren. Ich konnte echt gut mit Panzer umgehen. Das war ziemlich cool, ey. Wenn ich so einen Panzer hatte, war ich ziemlich unaufhaltsam. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Da hatte ich irgendwie das richtige Feingefühl dafür und habe immer in den richtigen Momenten repariert und wusste, wann ich mich zurückziehen muss. Das hat super geklappt. Da war ich sogar wirklich ab und zu Top-Spieler. Aber nur, wenn ich einen Panzer hatte. Und sonst bin ich absolut nutzlos gewesen. Ist es wirklich so? Es war witzig. Darin war ich mega schlecht. Dann wären wir vielleicht das perfekte Team gewesen. Hätte sich vielleicht perfekt ergänzt. Fliegen hat mir auch Spaß gemacht, aber da war ich nicht sonderlich gut. Da war ich in dem ersten Battlefield, in 1945 oder so, war ich da echt ganz gut, weil da haben ein Freund und ich öfter auf LAN-Partys Matches aufgemacht, einfach mit Bots. Und sind dann einfach die ganze Zeit nur mit Flugzeugen rumgeflogen. Und immer bei den Fabriken so durch die Schornsteine durch und immer besonders gefährliche Manöver. Der eine hat sich immer was gesucht und vorgemacht und der andere hat es nachgemacht. Das war unser Battlefield-Spielen. Das war cool. Diddle-diddle-dim. 42. Die Flugvideos sind heute legendär. Die kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht. Ach so. Thank you.
Au. Warum habe ich gerade gar keine Energie verloren? Seltsam. Ich glaube, ich muss da nicht hoch, oder? Ah, da hinten sind Kugelwillis. Die habe ich gesucht. Kommt zu mir, Freunde. Oh, das war super, super nicht gut. Mehr Kugelwillis! So, jetzt dürfte passen. Abheben mit Spielern auf den Tragflächen, ja, ja, genau. Ich fand das so witzig bei dem Spiel mit den Bots. Also, wir haben ja hauptsächlich den Mod gespielt, den Super Desert Combat hieß der, ne? Der super bekannte Mod im Grunde, den glaube ich alle gespielt haben, oder? Und was wollte ich sagen? Genau, da war es echt witzig, weil da war es halt bei den Bots wirklich so. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Vanilla-Version auch so war, wenn die Sniper, diese Bots mit Sniper-Gewehren, den Boden berühren. Die haben sich immer hingeworfen und sobald die flach auf dem Boden liegen, sobald die den Boden berühren, warst du tot. Das war echt witzig. Und die Raketenwerfer haben mit ihren Raketen immer genauso durch die ganz engen Bunkerschlitze durchgesniped über riesige Entfernungen. Die KI war echt total bekloppt eigentlich. Und in Desert Combat gab es ja auch Hubschrauber, die es im Vanilla nicht gab. Damit konnte die KI überhaupt nicht umgehen. Die sind dann immer in die Hubschrauber eingestiegen und dann sind die einfach immer so gerade in die Luft und waren weg. Und irgendwann sind dann plötzlich wieder mitten unter der Schlacht Hubschrauber vom Himmel gefallen einfach. Es war super. Bestes Multiplayer-Shooter-Spiel aller Zeiten. Ah, ein Schabernack-Komet. Der macht jetzt die erste Welt super hardcore, oder?